Der Stern des Sports 2019 in Bronze ging an die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Mittelsachsen-Sachsenburg 1990. Aus den Händen von Benjamin Kahlert, Geschäftsführer des Kreissportbundes, konnte der Vereinsvorsitzende Ulf Hoffmann den Pokal und 1000 Euro Siegprämie in Empfang nehmen. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Mittelsachsen-Sachsenburg 1990 hatte die Jury mit ihrem Sommerlagerprojekt überzeugt. Hier werden Jugendliche an den Einsatz als Rettungsschwimmer herangeführt und auch Kenntnisse im Katastrophenschutz vermittelt. Auf den zweiten Platz kam die Turnabteilung des SV Wacker Auerswalde für deren Trainingslager für junge Sportler. Der SV Fortschritt Lunzenau 1897 e.V. erzielte mit seinem generationsübergreifenden Sportangebot den dritten Platz. Die Plätze 2 und 3 erhielten ebenfalls die Sterne des Sports in Bronze und ein Preisgeld von 750 und 500 Euro. Mit insgesamt 19 hatten sich so viele Vereine wie noch nie um die Sterne des Sports beworben. 10 Vereine waren nach Frankenberg eingeladen worden. Die Plätze 4 bis 10 wurden für ihr besonderes gesellschaftliches Engagement geehrt. Sie erhielten jeweils einen Förderpreis in Höhe von 100 Euro. Die Auszeichnung der Preisträger und Teilnehmer am Wettbewerb Sterne des Sports auf regionaler Ebene erfolgte am Dienstagabend in der Gaststätte Hopfenstübchen in Frankenberg. Die Sterne des Sports gibt es seit nunmehr 16 Jahren. Mit ihnen werden gesellschaftlich engagierte Vereine auf regionaler Ebene geehrt. Initiiert wird der Preis durch den Deutschen Olympischen Sportbund sowie die Volks- und Raiffeisenbanken.